Alle gleich cool, Stichwort für Alessandra eigentlich. Wenn du magst, komm zu mir. Ich gebe dir schon mal das Mikro, dann hast du deine 5 Minuten und dann geht's los. Ja, hallo. In den nächsten 5 Minuten werde ich euch Else vorstellen als ein Beispiel für ein Projekt, mit dem versucht wird, E-Learning nachhaltig in die Lehre einzuführen. Else steht dabei für E-Learning Support Unit und ist Teil der Abteilung Hochschulentwicklung, genauer des Referats E-Learning, an der Hochschule Koblenz und hier an allen 3 Standorten, das heißt sowohl in Koblenz selbst, als auch in Remagen und Wörkratzhausen. Es handelt sich um ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und ist Teil des UDL und entsprechend läuft es Ende 2020 ab. Else fußt auf 3 Säulen, informieren, beraten und unterstützen. Das sind also die 3 Tätigkeiten, die die Support-Mitarbeiter ausführen sollen, um zu gewährleisten, dass E-Learning eingeführt wird und eben auch so nachhaltig eingeführt wird, dass auch nach der Projektlaufzeit Leute an der Hochschule sich noch damit beschäftigen. Wie läuft das konkret ab? Es gibt zum einen in jedem der Fachbereiche jeweils einen Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin für den Bereich E-Learning. Die sind so ein bisschen die Allrounder in dem Bereich, die dienen als erster Ansprechpartner für die jeweiligen Dozierenden der Fachbereiche und können oft Projekte auch schon selbst umsetzen. Zusätzlich gibt es aber noch ein Kernteam aus 6 Spezialisten. Wir kommen dann zum Einsatz, wenn die Themen irgendwie spezifischer sind oder wenn die Projekte mehr Leute, also mehr Einsatz einfach verlangen, mehr personellen Einsatz. Zum einen gibt es da den OLAT-Support, der besteht aus 2 Mitarbeiterinnen, also OLAT ist unser Lernmanagementsystem. Und wenn Dozierende hier irgendwelche Fragen haben, entweder technischer Art, aber auch struktureller Art, in dem Sinne, wie man beispielsweise einen Kurs aufbaut, wie man Medien einbindet, also sowas, da sind eben die beiden der erste Ansprechpartner. Sehr beliebt sind die Vorlesungsaufzeichnungen, das läuft im Prinzip ab, so wie hier auch mit den Kameras. Also es sind Kameras im Raum positioniert, manchmal sind sie auch schon fest installiert. Und dann werden entweder die Vorlesungen gestreamt oder hinterher für OLAT aufbereitet. Neben den Vorlesungsaufzeichnungen gibt es dann noch die Mediendidaktik. Dort können Dozierende erstmal eine Beratung bekommen, was sich für ihre Projekte überhaupt anbietet. Welche Methoden bieten sich an? Wird es sich anbieten, dort auch Medien einzusetzen? Und wenn ja, welche? Bietet es sich an, diese Medien einzubringen, dann schlägt eben die Stunde die Medienproduktion. Wir haben zum einen technisches Equipment, das wir ausleihen und bei dem wir die Dozierenden schulen. Aber andererseits werden wir auch selbst aktiv in dem Sinne, dass wir eben dann, wenn irgendwas gefilmt werden muss, mit den Kameras kommen, das aufnehmen und hinterher auch die Postproduktion übernehmen. Im Idealfall kommt die Anfrage aus der Lehre an den jeweiligen Bereich, es erfolgt eine Schulung und dann ist der Dozierende selbst in der Lage, das umzusetzen. In der Praxis ist es allerdings häufiger so, dass von der Lehre sozusagen der Input kommt und wir setzen das dann im Kernteam bzw. mit den FBMAs selbst um, also natürlich in Rücksprache mit den Dozierenden. Wir begegnen dabei gewissen Herausforderungen, denn wir bekommen schon mit, dass immer noch eine gewisse Skepsis herrscht gegenüber E- und Blended Learning. Und da ist so eine gewisse Lücke, die wir füllen müssen. Dass auf der einen Seite sind da einige Dozierende, die oft und gerne mit uns zusammenarbeiten. Das freut uns auch und da sind auch tolle Projekte entstanden. Aber wir wollen halt eigentlich auch gerade die Leute erreichen, die da noch skeptisch sind. Und vor allem auch Leute, die vielleicht grundsätzlich Interesse haben, aber mit der Technik, ein bisschen Respekt haben. Diese Lücke müssen wir also füllen und das ist eben eine der Herausforderungen. Und ebenso müssen wir auch für uns selbst eine Balance finden, dass wir nicht zu viel selbst machen, sondern gerade bei den Leuten, die immer wieder auf uns zukommen, dass wir da auch vorantreiben und eben dafür sorgen, dass das Projekt über 2020 hinaus wirklich Wirkung haben kann. Das klang eher negativ, aber es gibt auch schon
positive Seiten, denn wir bemerken, dass durchaus das Interesse zunimmt. Es kommen immer mehr Dozierende auf uns zu und es gibt mittlerweile auch viele, die ihre eigenen Projekte gestartet haben, die das Equipment gerne ausleihen, sogar Sachen wie Green Screens oder so, die jetzt durchaus aufwendiger sind. Ja. Vielen Dank.